Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder und wie immer herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Ja, heute gibt es für euch mal wieder einen Reload und obendrauf geht es heute auch noch um ein Wohnhaus. Wohnhäuser sind ja immer bei euch nicht so ganz beliebt, allerdings kann ich euch sagen, Wohnhäuser sind immer wieder sehr interessant. Hier spielt sich das wahre Leben ab, Familien wohnen hier mit ihren Nachbarn über Jahrzehnte zusammen und da ist doch immer wieder interessant zu sehen, was da aus dieser Zeit noch übrig ist. Wer auf meinem Kanal schon länger unterwegs ist, der wird festgestellt haben, bei mir gibt es immer wieder eine bunte Mische und vor allem Real-Life-Urbex. Das heißt, hier gibt es nicht jede Woche die spektakulärsten, krassesten Locations von sonst woher. Nein, bei mir gibt es die Locations direkt um die Ecke oder aus dem Nachbarhaus. Das ist immer wieder sehr interessant, wie viele Orte hier nach wie vor im Osten Deutschlands leer stehen. Und wenn ihr da Bock drauf habt auf verlassene Orte hier aus dem ostdeutschen Raum, dann abonniert gerne unseren Kanal und schaut doch auch, vielleicht wenn ihr Bock habt, mal in unsere Playlists. Aber jetzt geht's direkt weiter hier zum Video. Wir sind übrigens Urbex LE direkt aus Leipzig und in diesem Video geht es um ein Wohnhaus von 1905, also schon weit über 100 Jahre alt und ganz klar, dieses Gebäude befindet sich natürlich auch auf der Liste der Kulturdenkmäler und steht somit auch unter Denkmalschutz. In dieser Liste ist das Gebäude übrigens aufgeführt mit einem qualitätsvollen Etagenbau und symmetrischen Fassadengliederungen, außerdem einer reichen Stuckdekoration im Treppenhaus, das Ganze obendrein alles noch aus dem Originalzustand, wie man es damals in den 1910er Jahren, wenn man das so ausspricht, gebaut hat. Es hat also den Krieg überstanden, es befindet sich übrigens nicht in Leipzig, aber immer noch in Sachsen, das kann ich euch schon mal sagen. Es war doch sehr interessant, was hier alles noch zu sehen war und am interessantesten fand ich tatsächlich die Toiletten auf der halben Treppe. Das war echt unter aller Kanone, wenn man überlegt, dass Leute Anfang der 90er Jahre immer noch so auf Toilette gehen mussten. Kein Wunder, dass man hier auch schlagartig nach dem Ende der DDR hier auch das Gebäude verlassen hat. Das Geschäft im Erdgeschoss war vermutlich auch noch ein bisschen länger in Betrieb, aber ich nehme an, spätestens mit Mitte der 90er Jahre war hier Schluss. Ganz genau kann ich das allerdings nicht sagen. Im Nachhinein gibt es für euch wie immer noch ein paar Bilder und nächste Woche habe ich dann bestimmt auch wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Also bleibt gespannt und wir hören uns. Macht's gut, bis bald und ciao.